Ja, lieber Lars Reise, lieber Prinz Stefan, lieber Everath, meine sehr geehrten Damen und Herren und liebe, vor allen Dingen liebe Karnevalsfreunde und Karnevalsfreunde, ich darf Ihnen zunächst einmal die recht herzlichen Grüße, weil wir ja am Anfang des Jahres noch sind, auch ein frohes neues Jahr vom Magistrat der Stadt Kassel und auch der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel überbringen und tue das natürlich stellvertretend und gemeinsam mit der Stadtverordnetenvorsteherin Peter Friedrich an der Spitze und der Bürgermeisterin und Sozialdezernentin und damit auch zuständig für die Seniorenarbeit in unserer Stadt, Ilona Friedrich. Alles Gute im neuen Jahr 2018 für Sie. Dann, und das mache ich hier auch ganz offensiv, meine Damen und Herren, bevor ich noch zu was Lustigem komme, ich hoffe, Sie finden es jedenfalls so lustig wie ich. Ich möchte an dieser Stelle für, ich sag's mal, das Missverständnis und das Missgeschick, was uns passiert ist im Rathaus, nochmal recht herzlich Entschuldigung sagen. Bei dem Thema KVG-Fahrkarten ist der Abdruck auf den Einlasskarten nicht vorgenommen worden. Sie haben ja trotzdem am Eingang, falls Sie eine eigene Fahrkarte benutzt haben, eine Fahrkarte ersetzt bekommen. Und natürlich gilt das in diesem Jahr und vor allen Dingen auch in den nächsten Jahren. Der Eintrittspreis wird 8 Euro an dieser Stelle betragen. Und für den Differenzbetrag sehen Sie auf Ihren Plätzen einen Verzehrgutschein im Wert von 3 Euro mit einem kleinen Glückskäfer fürs neue Jahr. Ich darf mich nochmal entschuldigen. Es ist uns ein Missgeschick passiert. Sehen Sie es uns bitte nach und lassen Sie uns aber trotzdem gemeinsam einen schönen Nachmittag heute verbringen. Recht herzlichen Dank. So, und jetzt habe ich noch was Lustiges mitgebracht. Ich hoffe, es ist auch so lustig. Ich versuche es mal. Ihr Närrinnen und Narren, ich grüße euch alle. Willkommen in unserer schönen Halle. Sie soll uns als Vorbild dienen auf Erden, denn über 100 Jahre wollen wir doch alle werden. Hier ist jetzt noch Ordnung in der Welt, doch schon bald habt ihr alles auf den Kopf gestellt. Die Helga Engelke meinte, dass ich dabei nicht störe, weil ich ja zu einer Art städtischem Everath gehöre. Im Magistrat wurde lang diskutiert an der Tafel, wer ist unser Experte für das närrische Geschwafel? Sie sagten, Christian, red du dich doch um den Verstand, dann bist du bald der beliebteste Mann im ganzen Land. Sonst hat euch hier immer der Bertram begrüßt, doch es kann sein, dass der Grat über den Mount Everest düst. Aber bitte schaut mich nicht an so trüb, ich bin doch schließlich auch ein geselliger Typ. Vor euren Leistungen, da ziehe ich den Hut, denn ihr tut Kassel nicht nur im Karneval gut. Manch Jungspund hat nicht mal die Hälfte von eurem Elan, dafür sage ich Danke, ihr habt für unsere Stadt doch so viel getan. Drum will die Stadt euch auch gern was schenken, vor allem viele Momente, um nachzudenken. Fahrt bald mal mit dem Auto durch Kassel nach Hause, dann gibt's kostenfrei manche Baustellenpause. Überall erkennt man Kassels Ruhm, weil wir sind eine Stadt im Wirtschaftsboom. Vorbei, dass man uns nur tat wenig Ehren als Kassel der Hauptstadt der Waschbären. Doch jetzt wollen wir uns einstimmen auf die tollen Tage. Bin mal gespannt, wann erreicht das Ordnungsamt die erste Klage. Ich bitte euch, nehmt uns manches nicht zu quer. Wir sind nun mal Kassels fleißigstes Beamtenheer. Ihr wisst ja, man sagt, es kommt doch vor, treffen sich zwei Beamte auf dem Rathauskorridor. Und der eine fragt den anderen dann, ob er auch nicht schlafen kann. Doch diese Witze finde ich ungerecht. Macht die Beamten doch nicht so schlecht. Sagt nicht über uns, wir seien Lachnummern. Nicht alle schlafen, manche tun nur schlummern.
Nun tuschelt ihr schon, was redet der denn für einen Stuss? Drum sage ich nur noch eins ganz zum Schluss. Mit euch, da will ich fest zusammenstehen in guter Tradition. Das ist mir mehr wert als manche Rathauskoalition. Denn ihr Senioren bereitet mir die wenigsten Sorgen. Da bin ich gerne im Amt, heute und auch noch morgen. Seht mich nicht schief an, ich gebe die Bütt ja frei. Feiert schön, doch schlagt hier bitte nichts entzwei. Allen Narren sei Dank gesagt, dass ihr aktiv seid und den Karneval in Kassel weiter tragt. So dreht ich ab und mach bis morgen blau mit einem dreifach donnernden Alaf und? Alaf und? Elau und? Dankeschön.